Sie haben gelitten. Sie haben gezittert und am Ende doch gefeiert. Nach der Nervenschlacht von Madrid steht Borussia Dortmund zum ersten Mal seit 16 Jahren im Champions-League-Finale. Die 0:2-Niederlage reichte dem BVB. Mit dem Schlusspfiff brachen in Dortmund und Madrid alle Dämme. Ich habe dann gesehen, die Jungs weinen, wir freuen uns, die halbe Mannschaft liegt am Boden und ist total erschöpft. Und es war einfach ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Was da so in den letzten Minuten passiert ist, ist wirklich unglaublich, also es ist kaum zu beschreiben. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich auch noch nicht so richtig darüber freuen, weil es einfach noch, weil ich einfach noch nicht kapiert habe, was da überhaupt passiert ist. Nach der 4:1-Gala im Hinspiel hatte besonders Roman Weidenfeller großen Anteil am Finaleinzug. Der Torhüter warf sich im Rückspiel dem wütenden Ansturm von Ronaldo und Co. entgegen. Erst in der 83. Minute wurde er von Karim Benzema geschlagen. Das 2:0 durch Sergio Ramos in der 88. Minute brachte dann nicht nur Trainer Jürgen Klopp ins Schwitzen. Es stand 2:0 für den Gegner und ich wusste, es wird eng, aber ich dachte, wenn Gott will, kommen wir ins Finale, fertig. Wir haben es echt ein bisschen spannend gemacht, aber diese Mannschaft macht einfach nur All-Inclusive-Football. Micha Zorc hat mir gesagt, dass die 97er-Mannschaft mehr Glück gebraucht hat, um ins Finale zu kommen und damit ist für mich alles in Ordnung. Die erste Pleite im laufenden Wettbewerb wurde somit zur wohl schönsten Niederlage der Dortmunder Vereinsgeschichte. Nach dem historischen Triumph geht es für den BVB und seine Fans im Finale in London am 25. Mai weiter, wenn es heißt Wembley's Calling.